Die Roll Queue für Overwatch wurde gestern announced und ist jetzt auf dem PTR-Server live. Und damit kommt, glaube ich, ein Feature, was wir uns lange alle wirklich erträumt haben. Roll Queue endlich mal. Man kann jetzt als Tank, als DPS oder als Support hier reinqueuen. Der Chat ist sogar auch mit dabei und wir schauen uns das Ganze hier ganz entspannt mal an. Es gibt dazu ein Developer-Update, das könnt ihr euch natürlich selber gerne reinziehen. Links und so, alles unter dem Video. Aber wie das Ganze funktioniert, ist einfach ganz easy. Ne? Bevor ihr ins Ranked reingeht, könnt ihr euch eine Rolle auswählen und werdet dann halt dafür gequeued. Es gibt 2 Tanks, 2 DPS, 2 Supports. Das ist gelockt, da kann man nichts dran ändern. Und sobald ihr als Support in einer Runde drin seid, könnt ihr auch nur Support spielen. Ihr könnt nichts wechseln, auch nicht zwischen den Maps oder sonstiges. Und das ist halt fest. Dieses System wird auch zur Overwatch League übertragen. Dazu gibt es auch nochmal einen ganzen Beitrag, eine ganze Watchpoint-Episode sogar. Das könnt ihr euch noch gerne reinziehen. Aber ja, wie ihr schon ungefähr an diesem Beispielbild sehen könnt, haben die ihre verschiedenen Rollen natürlich auch verschiedene Queue-Zeiten. Ganz klar, DPS, damit die größte Queue-Zeit. Also, wenn man natürlich auch etwas anderes spielen will oder beziehungsweise schneller ein Game finden will oder vielleicht auch gerne etwas spielen will, wo, was nicht so beliebt ist, wird man dafür auch sogar belohnt. Also natürlich nicht nur mit kürzeren Queue-Zeiten, sondern auch, wie man sehen kann, Earn Lootbox. Also man kriegt sogar ein paar Sachen dafür, wenn man Rollen spielt oder wenn man halt für etwas queued, was nicht so beliebt ist. Und ja, das ist auf jeden Fall echt eine coole Änderung. Man hat eine SR für jede einzelne Rolle. Also wirklich, da ist das gesplittet. Das heißt, man kann wirklich, ja, Grandmaster auf seiner Main-Rolle sein, aber auf den anderen nur Diamond. Ich zum Beispiel wäre jetzt vielleicht, keine Ahnung, Grandmaster Tank, aber wäre halt eher Diamond DPS. Und das ist halt ziemlich witzig, weil dafür muss ich ja nicht auf einen Smurf gehen, brauche keinen Smurf-Account oder sonstiges, sondern kann einfach alles auf einem Account fassen, was natürlich für mich einfach ziemlich praktisch ist, weil ich dann halt meinen Main-Account weiterhin leveln kann, ziemlich nah rankommen an Platin, an Diamond-Rahmen oder sonstiges, was halt da auch eine schöne, coole Sache ist, meine Goldwaffen auch alles auf einem Account farmen kann und einfach es ziemlich attraktives, ne? Also klar, natürlich, um mit Freunden zu spielen oder sowas, braucht man vielleicht immer noch einen zweiten Account, aber ich glaube, die meisten Spieler werden jetzt wieder auf ihrem Main-Account halt spielen. Und das ist auf jeden Fall da ein sehr, sehr guter Change. Ein paar Leute haben natürlich auch ein bisschen Angst dafür, dass Leute anfangen zu trollen oder so auf anderen Accounts, aber natürlich, wenn man halt auf einer Rolle gebannt ist, glaube ich, wird es auch übergreifend sein auf die anderen Rollen. Das heißt, man sollte schon immer schön lieb sein, ansonsten natürlich erwartet einen da die Strafe. Ne? Also da, glaube ich, wird Blizzard auch einiges, wird das sich das genau anschauen. Deshalb gibt es auch jetzt erstmal das Ganze nur auf dem Testserver. Auf dem Testserver jetzt erstmal schauen sie nach größeren Bugs. Danach wird es eine Beta-Season geben. Und diese wird dann auch einfach nur kurz sein, damit man erstmal schaut, okay, wie ist das auf dem Live-Server? Funktioniert das alles? Und danach geht erst am, ich glaube, 1. September geht dann die richtige Season los. Die erste richtige Roll-Queue-Season. Ihr habt vielleicht gesehen, auch die jetzige Season ist ein bisschen verkürzt worden. Also so langsam aber sicher kommen wir in dieses Roll-Queue-System rein. Ich finde es super cool. Ich finde, es ist genau das, was Overwatch gebraucht hat. Ich denke, viele Leute werden jetzt dazu einfach ja, wenn mehr zu anderen Rollen tendieren, wir werden viel öfter einfach sehen, dass Leute halt auch wirklich eine funktionierende Comp bilden. Auch gerade in Lore und Elo-Bereich ist es immer wieder ein Problem, dass man sagt, ja, ich habe 3 oder ich habe 4 DPS und keiner will Support spielen, keiner will Tank spielen. Jetzt musst du es halt spielen und ich denke, das ist ein richtiger Schritt, gerade für Ranked. In der OWL wird es auch sehr interessant sein, wie das Ganze sich entwickeln wird. Und ja, damit ist auch nicht nur mit der Roll Queue, kommen jede Menge Hero-Changes noch mit dazu. Da werden wir auch noch gleich uns die Patch-Notes ansehen. Aber ja, wie ihr sehen könnt, ungefähr so sieht das dann aus bei euch. Hier sieht das ungefähr natürlich in 3 Kategorien eingeteilt aus. Und ja, damit auf jeden Fall wirklich 5 Placement-Matches nur noch pro Rolle. Und ihr bekommt auch insgesamt mehr diese Competitive Points. Das heißt, mehr Goldwaffen. Und ja, da bin ich echt gespannt drauf. Ich hoffe, das wird ein cooles System. Ich bin richtig hyped dafür. Und ja, wir schauen uns natürlich jetzt nochmal die Patch-Notes kurz an. Die habe ich hier noch direkt offen. Und zwar haben wir ein paar Hero-Changes, zum Beispiel, dass erstmal die Global Ultimate Cost um 12% erhöht wird. Denke ich, ist auch ein richtiger Schritt, weil einfach Ultimates ziemlich stark sind, gerade in Golds. Natürlich zum Beispiel waren Ultimates einfach nur richtig, richtig stark und haben auch den Fight entschieden. Und ich glaube, dass Ultimates einfach ein bisschen wertvoller zu gestalten ist super wichtig, ist super cool. Und ja, ich habe das schon ein bisschen getestet. Fühlt sich auf jeden Fall nicht zu schlimm, es fühlt sich nicht an, als hätte man nur eine Ult pro Map oder sowas. Aber es ist auf jeden Fall, denke ich mal, echt einfach ein bisschen balanced. Und man hat nicht irgendwie so 5 Ults oder so, keine Ahnung. Also ich glaube, wo man es krass merkt, zum Beispiel Genji Blade, also viele Genji spielen ja nur auf ihre Ultimate, nur aufs Blade und sowas, alles tun alles dafür, um Ult so schnell wie möglich zu farmen. Da merkst du zum Beispiel ein bisschen, dass so ein Playstyle dann nicht mehr so gut ist. Also man muss mehr halt dann auch auf den individuellen Plane drauf gehen, muss mehr halt diese Duelle eingehen, ohne irgendeine Ultimate einzusetzen oder sonstiges. Und das natürlich ist halt wieder etwas, was halt den Skill annimmt. Ash, Reload-Time, bisschen reduziert worden. Genau richtig. Ash, wenn die nachlädt, absolut langweiligster Held überhaupt. Deshalb finde ich das genau passend. Ash auch super gut in dieser Bunker-Komposition, gerade gegen Orisa und sowas alles. Ich denke, dass sie da ein bisschen besser ist. Auch super. Brigitte bekommt ein bisschen paar Änderungen. Und zwar jede Menge Änderungen, weil natürlich Brigitte, denke ich mal, einer der Helden ist, die halt im 2-2-2 nicht so sinnvoll erscheinen, wenn sie so geblieben wäre, wie sie ist, bis jetzt auf dem Live. Deshalb kriegt sie ein paar Änderungen. Und zwar Healing Mount mit der Passiven. Das heißt, wenn sie jemanden haut,
heilt sie ja alle Leute um sich drum herum. Das ist ja verstärkt worden. Self-Healing ist aber reduziert worden. Das heißt, sie ist nicht mehr so unkillable, so ein unkillable Monster einfach. Also da auf jeden Fall kriegt sie nicht mehr so viel Heal ab. Repair Pack hat jetzt 3 Charges, also 3 Aufladungen. Und damit kann man immer wieder die Leute zuspammen mit. Aber die Heilung kommt nicht instant, sondern erst über einen Zeitraum. Also auch reduziert worden auf 120 und über 2 Sekunden. Ich denke, das ist super gut. Ich denke, das ist genau richtig, weil sehr oft hat man Duelle an der Seite und Brigitte hier kommt dazu und auf einmal ist alles vorbei. Auf einmal, oh, ich kann ihn doch nicht mehr töten. Brigitte war da ziemlich nervig für, aber das ist genau ein richtiger Change. Das macht sie mehr in Richtung Heiler, mehr, dass sie so die Frontline supporten kann und alles, weil natürlich Heal über 2 Sekunden über, kommt halt gerade für Tanks, das ist sehr, sehr gut. Die haben einen großen Health Pool, da kannst du auch 3 Health Packs mal eben reinspammen und dann hat er halt ne, für 6 Sekunden die ganze Zeit Healing. Ist ziemlich cool. Ich denke, Brigitte wird da ziemlich spannend sein einfach. Ich denke, Ersatz für Lucio oder sowas, dass sie da einfach, wenn man mehr um den Choke Point herum spielt oder so, First Point Defense oder sowas, als dass man dann eine Brigitte spielt, im Choke Point steht mit dem Reiner zusammen, der auch Buffs bekommen hat, kommen wir gleich zu. Ich denke, das wird da ziemlich witzig sein. Alright, Velocity increased, okay, bisschen schneller der Whipshot und Retracing Time, okay, also insgesamt der Whipshot bisschen schneller. Der Schild auf 200 reduziert, super krasser Change. Brigitte Schild war übel nervig und 500 ist schon viel gewesen. 200 kann man jetzt vielleicht das Spam einfach zum Beispiel in Handstorm mit Storm Arrow, kriegt das Ding alleine durch und dann hast du da auf jeden Fall den Schild weg. Brigitte kann also nicht mehr stunnen, kann also nicht mehr wegkommen und du kannst Brigitte actually töten. Das finde ich ist echt ein super guter Change. Und ja, ich denke, das ist halt auch einer der wichtigsten Changes für Brigitte, dass sie halt einfach nicht mehr so, ja, nicht mehr so erdrückend ist, einfach, wenn man gegen sie fightet. Shield Bash, auch das dann ein bisschen reduziert. Rally kostet ein bisschen mehr, auch nochmal mit dazu. Also Rally dann auch wirklich eine stärkere Ultimate, die man ja sowieso jeden Fight fast hatte. Also macht schon Sinn. Und ja, ich bin gespannt darauf, wie Brigitte, was für eine Kombo sie gut wird. Doomfist, einfach Quick Minion, No Longer Pauses, Ammo Reload. Ich bin kein Doomfist Main, aber das natürlich sollte auch nicht sein. Also wenn er ein bisschen rummeleht, sollte jetzt nicht irgendwie seine Reload sich stoppen. Deshalb, kleiner Buff. Hanzo, Storm Arrow, bisschen geschwächt. Ein Storm Arrow weniger. Ich denke mal, ist genau... Also da muss man nicht sagen, ist einfach fair. Hanzo macht jede Menge Schaden damit und das passt das Ganze ein bisschen an. Gerade im 2-2-2. Moira Fade kann sie jetzt benutzen, wenn sie gestunt ist. Übelkranker Change. Moira damit ein super guter Pick gegen Stun-Heavy-Kombos. Kann durch fast alles einfach wegschiften und halt damit sehr gut am Leben bleiben. Das heißt, es wird sehr, sehr schwierig sein, eine Moira zu töten. Und ja, so ein Counter für Moira wäre halt irgendwelche One-Shot-Abilities, wie zum Beispiel eine Sniper oder sowas. Die sind dann gut gegen Moira, aber mit Stunts, um die irgendwie zu erwischen, kommst du nicht mehr so weit. You know? Kommst du nicht mehr so weit. Das heißt, Moira, absolut insane. Wenn du als Support die ganze Zeit auf Anna oder so, die ganze Zeit nur verreckst, von den ganzen Leuten angegangen wirst und keiner hilft dir, pickst du Moira, kommst aus jedem Stunt raus. Easy clap. Also ich denke, Moira... mehr in Richtung Counter, also dass sie dann einfach so ein Counter-Hero ist zur halt Stunt-Komposition. Super stark. Also, mal gucken, wie stark das ist, ob das jetzt OP ist, glaube ich nicht. Aber auf jeden Fall wird es nervig sein, für, wenn man dagegen spielt und dann einfach Stunt setzt, extra dafür investiert und das bringt einfach nichts. Aber ja, muss man sich dran gewöhnen. Orisa, cooldown um 1 Sekunde erhöht. Denke ich mal, ist voll okay. Protective Barrier, natürlich kann man ziemlich hart spammen. Und ich denke, das ist halt da genau ein Schritt in die richtige Richtung. Einfach da ein bisschen den Cooldown erhöhen. Finde ich super. Orisa auch ziemlich stark. Ich will natürlich ein bisschen mehr Reinhardt sehen. Und deshalb auch da kriegt er eine neue Passive. Und zwar Knockback-Effekte werden um 30% reduziert. Das ist ein Change, den habe ich mir schon sowas von lange gewünscht. Endlich diese verdammten Lucius, die immer wieder einen reinbuppen, sind jetzt nicht mehr so stark. Und man kann einfach besser sein Team protecten. Man kann besser dranbleiben. Das war echt die größte Schwäche überhaupt von Reinhardt, der einfach ganze Zeit wie ein Flummi durch die Gegend geflogen ist. Einfach nur, weil diese Knockbacks so stark waren einfach. Aber das ist jetzt genau richtig. Ein Reinhardt, der 500 Kilo Rüstung anhat, sollte nicht so weit fliegen. Und das ist jetzt der Fall. Endlich, deshalb danke Blizzard. Einmal können wir ganz kurz im Chat natürlich Nozelov. Danke Blizzard, im Chat rein spammen, weil das ist echt ein Top-Change. Also darauf habe ich wirklich lange gewartet. Und ich denke, das wird jedem Reinhardt-Spieler super gefallen. Ja, ob es Reinhardt zurückbringt in die Meta, ist halt noch die Frage. Ich denke, das kommt ein bisschen auch noch auf die anderen Heroes drauf an, was die so spielen, was die so, natürlich, wie effektiv diese sind. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Lucio nicht mehr so gut ist, einfach wegen Brigitte vielleicht, wenn die stark genug ist. Und das ist ja auch nochmal ganz gut dann für Reinhardt. Und ja, auf jeden Fall, danke an Blizzard. Ne, guck mal, der Chat macht auf jeden Fall auch mit, Junge. Absolut. Also Reinhardt, Junge, wir haben ihn alle vermisst und ich hoffe, er kommt zurück. Sombra, der Hack, der dauert jetzt 1 Sekunde weniger. Finde ich jetzt auch auf jeden Fall super. 1 Sekunde ist aber für mich jetzt nicht so viel. Keine Ahnung. Ich glaube, da hätte man auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr machen können. Das ist eher ein interessanter Change. Impede, dass die Activation Time ein bisschen verlängert wird, einfach um mehr Counterplay zu bieten.
Ich sehe ja jetzt schon immer wieder, dass Leute es schaffen zu sleepen oder zu hooken oder was auch immer, irgendwas gegen die MP zu unternehmen, weil Leute halt schon so daran gewöhnt sind, dass halt diese Sombra-MP reinkommt und sich da gut drauf vorbereiten, gerade im höheren Bereich. Ich denke, ein bisschen mehr Zeit dafür zu geben, ist halt, wenn man sich halt drauf vorbereitet, ist genau richtig. Also, wenn du die MP nicht kommen siehst, wirst du immer noch erwischt, aber wenn du wirklich dich vorbereitest und den Roadhog an der Seite stellst, den McQueen daneben stellst oder sonstiges, halt dich mit dem Stun wirklich einfach auf die Sombra wartest, hast du auf jeden Fall ein größeres Fenster, eine größere Chance, die auch zu erwischen, finde ich, ist genau richtig. Also, ich denke, Sombra wird immer noch stark sein, wird immer noch sehr viel gespielt, einfach weil die Utility so groß ist, weil Hack immer noch so krass ist, aber ein kleines bisschen, das Fenster ein bisschen weiter aufzumachen, gegen sie ist, glaube ich, genau richtig. Also, ich wünsche mir natürlich noch ein bisschen mehr, aber ja. Symmetra, paar andere Buffs, und zwar der Teleporter bleibt jetzt einfach für immer, bis man ihn destroyt, alles klar, oder man setzt halt einen neuen. Gut, und ist ein bisschen erhöht, aber ja, also insgesamt, der Teleporter ist halt echt, ja, bleibt jetzt einfach so lange, wie man will. Also du kannst natürlich einen Teleporter zum Beispiel aus dem Spawn direkt rausstellen und lässt ihn einfach da, wenn du willst, dass deine Leute schnell aus dem Spawn rauskommen. Also ziemlich cool, ziemlich interessant einfach, was man damit machen kann. Bisschen noch verlängert worden, die Range, also geht auch ein Stückchen weiter und breakt auch jetzt, wenn du zum Beispiel auf einer bewegenden Plattform oder so diese Metra-Teleporter dann platzierst. Natürlich macht halt Sinn, ne? Wenn er jetzt nicht mehr destroyed wird. Also nach 40 Meter ist das Ding dann auch weg. Kann man auch nicht mehr so schnell reusen, wie es aussieht. 1,5 Sekunden von 1. Also dauert ein bisschen länger, aber ansonsten natürlich der Teleporter. Also ich bin gespannt drauf. Also was kann man mit einem unendlich haltbaren Teleporter machen? Das ist halt einfach die Sache. Die Spieler müssen ein bisschen, denke ich mal, sich rumprobieren und gucken, wofür das jetzt wirklich gut ist. Und ja, ich denke, das wird auf jeden Fall auch da nochmal spannend sein, dass wir ein paar lustige Symmetra-Strategien sehen werden. Tracer Pulswomp auf 350 ist genau richtig. Das heißt, Bastion, der kann sich verabschieden, der hat da keine Chance mehr und auch Leute, die Brigitte hier bekommen, können nicht mehr so leicht überleben. Ich denke, Tracer hat schon wirklich viele Nerfs abkassiert und wurde sehr wenig gespielt einfach durch den letzten Pulswomp-Nerf von 400 auf 300. Ich denke, auf 350 ist das genau richtig, weil du willst halt auch wirklich Tracer als Bastion-Counter haben. Das war früher immer ein guter Bastion-Counter und jetzt muss man halt immer ein bisschen so auf Sombra achten und ich glaube, was jetzt sehr, sehr gut sein kann, ist halt gerade gegen Bastion-Comps, gegen Bunker-Comps, Tracer und Sombra zu spielen. Beide zusammen haben wirklich eine super Synergie, können beide sich immer den Weg durchbahnen durch die Backline. Und ich denke, wenn du dann halt entweder mit der MP engage oder mit dem Pulse-Bomb engage, das sind wirklich zwei Sachen, wo Bastion echt Probleme mit hat. Und ja, das wird super spannend sein, wie man da am besten gegen agiert. Also ich denke, Tracer finde ich super. Ich habe sie auch schon vermisst. Also ich habe viele, viele, viele Spieler sind von Tracer weggegangen, mehr zur Richtung Widowmaker, Sombra oder was auch immer. Und deshalb freue ich mich da ein bisschen mehr, Tracer wieder zu sehen. Wrecking Ball, auch interessant, dass sein Minenfeld jetzt ein bisschen schneller ist sozusagen. Also das Projectile Speed heißt, dass die Minen weiter auseinanderfliegen, sich weiter ausbreiten. Heißt also, du musst gar nicht mehr so hoch fliegen, um das Minenfeld stark zu verstreuen auf den Punkt oder so. Ich habe es gestern ein bisschen probiert mit Wrecking Ball und ich muss sagen, das ist sogar vielleicht ein bisschen zu heftig. Denn ich bin gar nicht mehr hochgeflogen, auf einmal sind schon meine Bälle irgendwo in der Wand stecken geblieben, weil es einfach so weit ausgespreadet ist, so weit sich verteilt hat. Keine Ahnung, ich denke, da muss man sich einfach nur dran gewöhnen. An sich ist das halt ganz cool, weil man natürlich auch damit dann, denke ich mal, viel mehr die Minen einfach so platzieren kann. Weil, wenn man nicht den Grapple bereit hat oder so und das mal gerade so eine hitzige Situation ist und man nicht mal für so den schönen Grapple in Minen und dann Slam gehen kann, dann glaube ich, ist das auf jeden Fall auch ein guter Change. Aber ja, muss man auf jeden Fall schauen. Auch kommen die schneller raus, die Deploy-Time wurde auch ein bisschen reduziert. Also auf jeden Fall Buff für Wrecking Ball. Wieso nicht, ne? Ja, ansonsten natürlich jede Menge Bugfixes und sowas alles, aber das könnt ihr euch natürlich auch da nochmal selber reinziehen. Und ja, ich bin gespannt drauf, was kommen wird mit diesem wunderbaren Patch, mit dem PTR-Patch. Ich denke, Roll Queue ist immer noch der größte Change und darauf freuen wir uns alle. Und das muss natürlich jetzt auch fleißig getestet werden. Deshalb, ihr könnt gerne auf den Testserver gehen, euch das selber runterladen und einfach mal selber schauen, wo ihr ungefähr landen würdet mit euren verschiedenen Rollen. Wie gesagt, 5 Games pro Rolle. Und dann seid ihr auf jeden Fall auch schnell durch. Das war's von meiner Seite aus. Ihr könnt natürlich gerne in den Kommentaren aber reinschreiben. Was haltet ihr davon, von dem Roll Queue? Denkt ihr, das ist richtig? Denkt ihr, das ist die Rettung von Overwatch? Oder denkt ihr, das macht das Ganze nur noch schlimmer? Für meinen Teil, ich freue mich darüber. Aber ich bin natürlich auch gerne bereit, mit euch zu diskutieren. Also ab in die Comments damit. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns wahrscheinlich im Stream. Wahrscheinlich bin ich live, so wie immer. Schaut einfach vorbei, twitch.tv/nosorino. Und auch an den Chat natürlich alle mal Tschüss sagen. Tschüss an YouTube. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.